Du bist der Quell, ein Wesen aus Licht und Liebe. Heute in dieser geführten Meditation geht es um Vertrauen. Ich nehme dich an die Hand und zusammen werden wir zu einem ganz besonderen Ort gehen, wo du eine ganz tiefe Lektion, eine ganz tiefe Erfahrung machen wirst. Aber bevor wir das tun, wollen wir uns ein wenig entspannen und zur Ruhe kommen. Nimm einige tiefe Atemzüge. Atme tief und ruhig. Diese Reise machst du ganz für dich allein. Du musst jetzt niemandem gefallen. Du musst jetzt nichts erledigen oder tun. Du hast keine Termine. Ja, diese Reise machst du für dich. Ganz allein für dich. Es ist so wichtig, die Aufmerksamkeit immer mal wieder nach innen zu richten, der Seele zu lauschen. Denn nur hier findest du die Kraft und die Antworten, mit denen du Entscheidungen treffen und die Dinge da draußen bewegen kannst. Erlaube dir jetzt also, tiefer und tiefer in dich hineinzusinken. In deine eigene, ganz stille, wundervolle Innenwelt hineinzudriften. Konzentriere dich auf deinen Atem. Du atmest Ruhe und Gelassenheit ein. Lass den Atem fließen, wie er möchte. Er strömt ganz ruhig in deinen Bauch hinein. Und ganz ruhig auch wieder heraus. Ja, dein Atem wird ruhiger und sanfter und leichter. Und dir wird sowohl Ruhe als auch Lebenskraft geschenkt. Es gibt jetzt nichts für dich zu tun. Einfach nur atmen, atmen und sein. Dein Atem kommt zur Ruhe, dein Körper und auch dein Geist kommen zur Ruhe. Ja, jetzt kannst du vollkommen du selber sein und du sinkst mit jedem Atemzug ein bisschen tiefer in deine eigene Innenwelt hinein. Eine wohltuende Ruhe breitet sich in dir aus. Du spürst den Frieden und die Stille in dir und auch um dich herum. Konzentriere dich jetzt bitte auf dich selbst. Stell dir vor, dass du deinen eigenen inneren Radiosender auf Frieden eingestellt hast. Lass dich fallen, ohne festzuhalten. Schließe jede Tür hinter dir und schalte das Licht aus. Deine Augen sind ganz sanft geschlossen. Du spürst, wie gut es sich anfühlt, den Geist so zu entspannen. Und je tiefer du fällst, umso besser fühlst du dich, umso entspannter fühlst du dich. Du lässt die Außenwelt, die lässt du komplett los. Und auch deine Tagesgedanken, die lässt du los. Ruhe und Frieden ziehen ein. Ruhe und Frieden ziehen ein, das spürst du ganz deutlich. Thank you.
Du liegst ganz entspannt auf dem Rücken. Deine Augen sind sanft geschlossen. Ja, und du gibst deinen Muskeln, allen Muskeln, deine Erlaubnis abzuschalten. Deine Beine, deine Füße, deine Arme, deine Hände, dein Becken und dein Bauchbereich. Alles wird ruhig, alles wird schwer. Dein Rücken, der Nacken und der Hals und die Muskeln in deinem Kopf, auch die entlassen die Spannung, die eben noch da war. Die Gesichtsmuskeln sind entspannt und ruhig. Und vielleicht ziehst du dein Kinn ein bisschen Richtung Brust, um eine gerade Linie mit der Wirbelsäule zu schaffen. Du bist vollkommen ruhig. Ja, du spürst es ganz deutlich, dass du in deiner Mitte, in deiner Innenwelt angekommen bist. Und jetzt senden wir gemeinsam eine Bitte an die geistigen Helfer, an alle Freunde des Lichts und der Liebe, an das Universum und an das Leben selbst, dass sie alle dich unterstützen mögen auf dieser Reise in die geistige Welt. Du bist jetzt vollkommen entspannt, ganz, ganz ruhig. Du fühlst dich so wohl und sicher und geborgen. Ja, du bist in deiner Innenwelt angekommen. Hier ist es still und friedlich. Dieser Ort ist sicher. An diesem Ort, da verändert sich nie etwas. Der ist ganz, ganz tief, ganz, ganz tief in dir drin. Geschützt von der Außenwelt. Jetzt stell dir bitte vor, du befindest dich in einer riesigen Sandwüste. Du schaust dich um und du bist ganz allein. Du siehst nichts als wellenartige Sandhügel. Du bist umgeben von einem Meer aus Sand. Und wohin du auch schaust, du siehst endlos langgezogene Hügel und Erhebungen und sanfte Täler. Bis zum Horizont erstreckt sich diese Wüste. Sie erscheint endlos, endlos. Hier gibt es nur dich, den Wüstensand und ganz hoch über dir die gleißende Sonne. Setz dich für einen Moment in den Sand, ruh dich aus. Du bist durstig und du sehnst dich sehr nach einem Schluck Wasser. Und in diesem Moment, ja, in diesem Moment, wird dir bewusst, wie unglaublich kostbar Wasser ist, wie lebensspendend es für uns alle ist. Und du fragst dich, was es hier für dich zu lernen, zu erkennen gibt. Und bei diesem Gedanken lässt du den warmen Sand spielerisch durch deine Finger rieseln. Und dabei denkst du, wie viele Sandkörnchen es wohl sein mögen, die in nur eine einzige Hand hineinpassen. Und
und wie viele Sandkörner es wohl sein mögen, die diese Wüstenlandschaft bedecken. Und du erkennst, ja, du erkennst, wie klein du bist. Und für den Bruchteil einer Sekunde erkennst du, wie vergänglich das Leben ist. Das, was wir Leben nennen. Hier in dieser Einsamkeit der Wüste gibt es keine Zeit. Hier jedenfalls erscheint sie unwichtig. Um dich herum ist nur Weite. Weite und Stille und Sand. Unendliche Weite. Ja, in diesem Moment verstehst du, was das Wort Unendlichkeit oder Ewigkeit bedeutet. Diese Worte sind für uns Menschen schwer, sehr, sehr schwer begreifbar. Ja, diese Landschaft, diese Weite, diese Wüste ist einzigartig. Dieser Ort hat etwas ganz Besonderes. Du weißt ganz tief in dir drin, dass hier an diesem Ort eine wichtige Lektion auf dich wartet. Es ist heiß. Die Luft um dich herum flimmert durch die Hitze. Ach, wie gern würdest du jetzt in einen See oder in einen Fluss springen, um dich abzukühlen. Du hast den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als sich vor dir ein kleiner, stiller See zeigt. Die Oberfläche des Wassers ist glänzend und klar, ganz ruhig und still, wie ein Spiegel. Ist das eine Fata Morgana, fragst du dich? Oder ist dieser See wirklich da? Und du stehst auf und gehst herüber zu dem See? Und ja, ja, er ist wirklich da. Ein kleiner See breitet sich vor dir aus. Dankbar kniest du dich hin, beugst dich etwas vor, um zu trinken, um dich abzukühlen. Und wieder denkst du, wie kostbar Wasser ist. Wo wären wir Menschen ohne dieses Element? Du lehnst dich vor, faltest deine Hände zu einer Schale und trinkst. Trinkst genüsslich. Und beim Aufrichten, da erkennst du dein Spiegelbild auf der Oberfläche des Sees. Ja, du siehst dich selbst. Du siehst dein Gesicht, deine Augen, deine Haare. Es ist, als ob du in einen Spiegel schaust. Du siehst dich. Ganz klar und voller Erstaunen beobachtest du, wie deine Stirn zu strahlen beginnt. Du beobachtest, wie sich dein drittes Auge, das Energiezentrum zwischen den Augenbrauen, öffnet, weiter und weiter öffnet. Und die Maske, die du eben gerade noch getragen hast, die schmilzt. In diesem wundervollen, sanften, warmen Licht. Es strahlt so sanft und doch so unglaublich hell. Und du beobachtest, wie sich deine Gesichtszüge verändern. Das Licht strahlt aus deinem dritten Auge. Es strahlt aus dir heraus in deine Umgebung. Die Energie um dich herum verändert sich. Spürst du das,
Das Licht legt sich um deinen Körper herum. Deine Aura wird weiter und heller. Du strahlst wie eine Sonne. Die Strahlen aus deinem dritten Auge werden von dem Wasser reflektiert. Und nun beginnt die Energie, um dich herum zu fließen. Du bist der Quell dieser Energie. Du bist ein strahlendes Wesen aus Licht. Alles, was du jetzt wahrnehmen kannst, alles, was jetzt aus dir heraus sprudelt, ist Güte, Weisheit, Liebe, Frieden, Mitgefühl. Du hast dich verwandelt in ein Wesen aus Licht. Ein Wesen aus Licht und Liebe. Erinnerst du dich noch an all die Mangelgedanken, die noch vor kurzem an dir genagt haben? Erinnerst du dich noch daran, wie bedürftig du doch warst vor ganz, ganz kurzer Zeit? Noch vor kurzem war es vielleicht dein Wunsch gewesen, im Leben mehr Beachtung zu finden. Oder es war dein Wunsch, mehr Liebe zu erfahren. Oder war dein Wunsch, mehr Anerkennung zu bekommen und mehr Lebensfreude zu erfahren? Oder wolltest du vielleicht einfach insgesamt glücklicher werden? Erinnerst du dich? Und jetzt, aber jetzt, in diesem Moment, frage ich dich, das Lichtwesen, was brauchst du? Wonach sehnst du dich? Was wünschst du dir? Und deine ganz, ganz klare Antwort ist: Ich brauche gar nichts, denn ich bin voller Liebe. Ja, und du weißt jetzt, dass alles, was du brauchst, in dir drin verborgen liegt. All deine Sehnsüchte, die liegen wie Samen in dir, ganz tief in dir drin. Da keimt die Güte, da keimt die Weisheit, da keimt die Liebe, da keimt der Samen des Friedens und des Mitgefühls. Ja, du bist der Quell. All diese Dinge, nach denen du dich gesehnt hast, die hast du bereits. Du musst sie nur aus der Tiefe deines Seins hervorholen. Kümmere dich gut. Es gibt nichts im Außen, was wirklich und auf Dauer glücklich macht. Du hast bereits alles, was du brauchst, denn du bist der Quell. Du bist der Quell der Freude, des Wohlstands und der Liebe und des Glücks. Schau dich an, da im Spiegelbild. Schau dich an im Spiegelbild. Schau dir die Freude an, die du ausstrahlst jetzt in diesem Moment. Du bist ein von Gott geschaffenes Lichtwesen. Und jedes Mal, wenn du einen Mangel in dir spürst, dann atme. Atme tief. Reflektiere. Gehe gedanklich zurück zu deinem See. Sieh dich dort sitzen als Wesen aus Licht und Liebe. Und dann wisse, dass du alles hast, dass du bereits alles hast, wonach du dich so sehr sehnst.
Wende dich im Gebet zu Vater Gott und bitte ihn um Einsicht und um Vertrauen, dass du genau das bekommst, was du benötigst. Und das ist deine heutige Lektion. Vertrauen. Gehe ins Vertrauen. Diese Meditation ist jetzt beendet. Bitte kehre mit deinen Gedanken zurück zu deiner Atmung. Mit jedem Atemzug, den du tust, kommst du höher und höher zurück ins Hier und Jetzt. Mit jedem Atemzug beginnst du deinen Körper auch wieder zu spüren. Deine Tagesgedanken, die fließen ganz allmählich zurück in deinen Kopf hinein. Und vielleicht möchtest du dich ein bisschen strecken und regeln, um erst dann deine Augen wieder zu öffnen, um erst dann im Hier und Jetzt wieder anzukommen. Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Namaste.